is a ticket. Talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I'm a comma and a comma and a comma. Gotta get it. Comma and a comma. Gotta get it. Schaffen wir es, nachdem wir Wolfsburg und Freiburg schon aus dem DFB-Pokal rausgeschmissen haben, auch noch den VfL Bochum rauszuschmeißen? Das sehen wir jetzt. Armin Jiddu jetzt über die linke Seite. Flankt das Ding an den zweiten Pfosten auf Meiner. Gut von Piringer noch gestört. Da haben wir Dietgen. Und der macht das Tor. Ich habe es gar nicht wirklich gecheckt. Das ist auch ein bisschen schwierig, den Ball da zu erkennen im Schnee. Aber wir gehen hier in der 7. Minute in Führung. Das zu Hause gegen einen weiteren Bundesligist. Das könnte einfach absolut unser Pokal werden. Natürlich ist nicht vergessen, das Spiel hat gerade erst angefangen. Und über das Spiel hinweg gesehen, wird der Bundesligist halt meistens immer stärker. Aber so Tore müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Guter Ball auf Meiner. Der hat jetzt die Möglichkeit. Oh mein Gott, das wäre es gewesen. Klassischer Doppelschlag. Mal gucken, ob die Ecke darauf was bringt. Da haben wir Armin Jiddu. Jetzt kommt aber VfL Bochum. Und sie flanken das Ding an den zweiten Pfosten. Bochum jetzt über die linke Seite. Das müsste Gerrit Holtmann sein, genau. Immer noch Bochum über Duck. Fehlpass, können es nicht klären. Simon Zoller auf Bonga, aber Schuster ist da. Rote Karte für Bochum. Okay, das spielt uns absolut in die Karten für Duck. Der kommt doch bestimmt aus der zweiten englischen Liga oder so. Das war doch mal ein Totz. Jetzt vielleicht direkt die Bestrafung. Zweiter Pfosten wartet Armin Jiddu. Oh, das ist die direkte Bestrafung. Und sieht komplett danach aus, dass wir ins Viertelfinale sogar einziehen, oder? Das müsste doch dann das Viertelfinale danach sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass halt so viele Leute sagen, das ist Fake, weil wir Wolfsburg, Freiburg und Bochum, das heißt gleich drei Bundesligisten rausschmeißen. Aber nee, ist es nicht. Ich meine, wir sind auch letztes Jahr gegen Köln direkt rausgeflogen. Und wir spielen hier wirklich gut. Jetzt haben wir schon wieder Dietgen auf Armin Jiddu. Also, und jetzt noch die rote Karte für Bochum. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Jetzt kommt aber Bochum über die linke Seite, über Roberts. Immer noch Roberts. Pantovic jetzt über rechts. Chippt den Ball in die Mitte, aber Schuster müsste da sein und wir köpfen den Ball fast als Vorlage in die Mitte. Holtmann, der ist verdammt schnell. Auf der linken Seite, geht aber Richtung Eckfahne. Und das müsste es jetzt auch gewesen sein. Wir bekommen hier noch einen Angriff. Wir bekommen noch einen Angriff. Aber der hätte eh nichts mehr ausgemacht, außer dass es vielleicht die 3-0 stehen würde. Und somit gewinnen wir zu Hause mit 2-0 und werfen direkt den nächsten Favoriten raus. Also es ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis so ein Hochkaräter kommt wie Leverkusen, Leipzig, Dortmund, Bayern oder so. Ich bin mal gespannt. Das war das Viertelfinale. Wir stehen einfach schon im Halbfinale. Entweder kommen wir jetzt gegen Darmstadt. Dortmund hat Bayern rausgeworfen. Oder gegen Leverkusen. Also wenn wir Darmstadt bekommen würden, das wäre schon geisteskrank. Bochum ist aber auch in der zweiten Liga gewesen, muss man sagen. Es war so das Zweitliga-Top-Duell, so gesehen. Und ja, deswegen konnten wir das dann für uns entscheiden. So, jetzt müssten wir aber auch natürlich in der Liga unsere Hausaufgaben machen gegen Ingolstadt. Und wir gewinnen mit 4-2. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Dresden muss eigentlich auch machbar sein. Ich habe jetzt hier nichts an der Ausstellung verändert. Wir gewinnen 0-1. Let's go. Jetzt können wir eigentlich mal schauen, wer ist unser Gegner im DFB-Pokal. Ich bin gespannt. Und es ist Borussia Dortmund. Und das sehen wir dann in der nächsten Episode. Jetzt gegen Bochum rein theoretisch nochmal. Das werden wir aber simulieren. Wir haben keinen von uns in der Top-Torjägerliste. Gut, wir haben viele verschiedene Torschützen. Deswegen tut sich da eigentlich relativ wenig. Ich bin mal gespannt, wie so zu Hause eine Simulation dann aussieht gegen Bochum. Wenn wir das gewinnen, sind wir auf Platz 1. Das wäre sehr, sehr wichtig. Mindestens unentschieden. Unentschieden nimmt man mit Zardella, unser Rechtsverteidiger, trifft sogar. Das Derby gegen Hamburg werde ich ebenfalls simulieren. Kind Zombie einfach im Sturm mal wieder. Wir verlieren aber 2-3. Jetzt könnten wir so langsam in eine Negativspirale reinrutschen. Das wäre nicht so nice. Das ist jetzt ein absoluter Pflichtsieg, den wir jetzt einfach gewinnen müssen. Also da führt wirklich gar kein Weg dran vorbei.
Deswegen tue ich unsere besten Leute aufstellen gegen Jahn Regensburg. Da will ich nicht mal ein Unentschieden sehen, weil wenn wir selbst gewinnen, kommen wir nur auf den Punkt ran und das ist ganz klar unser Ziel. Ich gehe das Risiko ein mit der Schnellsimulation und wir verlieren 2-1 und es sieht gar nicht gut aus. Meisterschaft ist immer weiter entfernt. KSC auch einer, der in der oberen Tabellenhälfte ist. Ich bin mal gespannt, wie es wir jetzt machen können. Wir gewinnen 0-2, das ist ganz wichtig. Der gute Geis hat sich wieder mal fit gemeldet. Wird auf jeden Fall eine Option. Das steht auf jeden Fall fest. Jetzt geht's ran gegen Aue, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Darmstadt ist jetzt punktgleich mit uns. Ich würde sogar sagen, es entscheidet sich eigentlich noch zwischen Darmstadt, Pauli und Regensburg, was die Relegation angeht. Ich habe mal Geist noch mit auf die Bank gepackt. Mal sehen, wie es ausgehen wird. Wir gewinnen 2-0 und Pieringer mit einem Doppelpack. Der ist wirklich gut unterwegs eigentlich. Und Regensburg hat verloren. Let's go. Was mich aber jetzt auf jeden Fall interessiert, wie viele Tore hast du gemacht, Pieringer? 12 Buden. Okay, davon 3 im DFB-Pokal, 9 in der zweiten Liga. Das müsste dann auch insgesamt unser Top-Torschütze sein. Ja, so sieht's aus. 16 Scorer in 27 Spielen ist komplett in Ordnung. Armin Dino hat ganze 14 Scorer und meiner ist richtig gut eingeschlagen, finde ich. Hat 5 Vorlagen einfach im DFB-Pokal, also geht auf jeden Fall schlecht. In der zweiten Liga könnte er mal vielleicht ein bisschen mehr Vorlagen, aber ich will mich auch nicht beschweren. Jetzt gegen Kaiserslautern, absolut geiler Verein, auswärts. Müssen wir trotzdem gewinnen, gewinnen wir Armin Jido und Duziak. Und Regensburg hat schon wieder gewonnen. Aber wenn jetzt Darmstadt verliert, würde ich sogar schon fast sagen, wäre das schon mal so ein Schritt in Richtung mindestens Platz 3 und sie spielen nur unentschieden. Das wird heute die letzte Simulation sein gegen Kräuter Fürth, bevor wir dann nächste Episode in das Saisonfinale gehen. Und deswegen würde ich sagen, let's fucking go gegen Kräuter Fürth. Absolute gute Mannschaft haben die, deswegen spielen wir auch nur unentschieden. Und somit können wir noch mal einmal bis nach vorne simulieren, um zu gucken, wie viel Darmstadt gespielt hat. Darmstadt hat unentschieden gespielt und ja, ich glaube Meisterschaft ist, wenn Bochum gewinnt, eigentlich relativ 8 Punkte. In restlichen 5 Spielen wird schwer, das aufzuholen. Aber dritter Platz sieht schon mal sehr gut aus und Regensburg, das ist auf jeden Fall auch machbar. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch die Episode gefallen hat. Falls ja, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe heute nicht so viel Spiele, also ich habe nur ein Spiel gespielt, weil meine Stimme halt echt angeschlagen ist und deswegen konnte ich das halt nicht alles kommentieren. Ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung für euch. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.